Willkommen bei Alpha und Omega. Die Adventszeit geht zur Neige, Weihnachten ist in Sicht. Anlass für uns darüber nachzudenken, welche Bedeutung diese besondere Zeit eigentlich hat. Für die Gesellschaft, für die Kirche und für Jüden ganz persönlich. Helfen will uns dabei unser heutiger Studiogast. Ich begrüße ganz herzlich den Freiburger Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Herr Erzbischof, wenn Sie jetzt abends durch die Straßen Freiburg schlendern, die bunten Lichter in der Kaiser-Josef-Straße sehen, den Weihnachtsmarkt am Rathaus besuchen und das ganze Getriebe in den Kaufhäusern, was haben Sie da für ein Empfinden? Gefällt Ihnen das? Ich freue mich durchaus, eine Stadt so geschmückt zu sehen, an Weihnachten, Adventszeit erinnert zu werden und auch die Menschen zu sehen, wie manche doch recht froh. Da sind manche auch sehr geschäftig. Aber es ist für mich ein Zeichen, dass das Jahr einen bestimmten Rhythmus hat und dass es dann bestimmte Zeiten gibt, die auch einladen, etwas sich auf das Fest wie Weihnachten vorzubereiten, die einladen zum Nachdenken, die einladen auch an die anderen zu denken, die man beschenken will. Und da ist durchaus der Versuch da, das, was Weihnachten, Advent bedeutet, ein Stück weit für die Menschen zu übersetzen, erfahrbar zu machen. Und dem dient nun der Schmuck, dem dient auch die Geschäftigkeit. Man soll das Positive sehen, das dahinter steckt. Sie finden das nicht zu viel Tand? Die Gefahr ist natürlich schon, wenn es nur noch um das Geschäft geht oder wenn man schon zu früh damit anfängt und wir schon die Weihnachtslieder im November hören, da muss man sich schon fragen, ob hier das Geschäft nicht zu wichtig geworden ist. Aber dort, wo dieser Schmuck, wo diese ganze, auch die Lieder, die Menschen einladen, sich daran erinnern zu lassen, dass Weihnachten kommt, was es bedeutet, da hat es einen guten Wert. Vor Weihnachten stehen die vier Adventssonntage. Sie haben ein Buch geschrieben, das haben wir auch mitgebracht. Das heißt, suchende Menschen finden den Stern, ein Begleitbuch für die Advents- und Weihnachtszeit. Darin schreiben Sie, der Advent sei eine Zeit des Wartens. Da füllen Sie einige Seiten mit diesem Thema. Auf was warten denn die Menschen? Es ist aus der Sicht des Glaubens und der Kirche eine doppelte Zeit des Wartens. Einerseits, wir schauen noch mal zurück auf die lange Zeit, in der die Menschheit auf den Erlöser wartete, auf Jesus Christus, und erinnern uns daran, wie welcher Sehnsucht sie danach ausschauten und werden dann auch erinnert, dass dieses erste Warten erfüllt worden ist. Und wir schauen aus auf die eigentliche Zukunft, auf die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Wir schauen aus auf das, was uns verheißen ist, dass wir einmal, wenn er kommt, dann bei ihm in seiner Herrlichkeit sein werden. Und damit darauf warten wir, darauf bereiten wir uns vor. Die Erinnerung dient zugleich der Neuausrichtung auf die Zukunft. Diese doppelte Funktion, die der Advent hat, die macht ihn eigentlich auch spannend. Und dahinter steckt eine Dynamik, die auch uns immer wieder auffordert und herausreißt, nach vorne zu schauen. Das ist eine sehr theologische Deutung von Warten. Aber all die anderen, die also jetzt nicht so, sagen wir mal, ganz fromm sind, haben die auch eine Chance zu warten? Ich glaube auch, das, was Weihnachten sagt, dieses Fest, das auf dem die Menschen zugehen, ist natürlich dann auch eine Zeit der Vorbereitung, eine Zeit der Freude. Und wir merken natürlich auch, wie das Warten auch immer näher kommt, wenn die Menschen dann das Licht sehen und die Lichter, die zunehmen, bis hin zu denen, die im Weihnachtsgebäck dann sich auf dieses Fest vorbereiten. Da kommt in einer einfachen Form auch etwas von diesem Warten heraus. Und es ist gut, dass Menschen ein Ziel haben, auf das sie müssen mal wieder einige Wochen hin leben können, damit diese Eintönigkeit des Alltags auch unterbrochen wird. Denn wir leben vom Rhythmus, vom Wechsel und der ist für uns Menschen sehr wichtig. Früher war die Adventszeit ja eine Fastenzeit, also eine Zeit, wo man sich beschränkt hat, wo man sich zurückgenommen hat. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr der Fall. Also offiziell im Kirchenjahr ist das, glaube ich, keine Fastenzeit mehr. Bedauern Sie das? Der Grundgedanke ist der Zeit der Vorbereitung. Der Vorbereitung auf Weihnachten. Und Fasten hat immer den Sinn, eigentlich in uns die Wachheit größer zu werden zu lassen, uns wacher zu machen, uns ausschauen zu lassen und dadurch, dass ich dann etwas von dem spüre, was mir fehlt, eigentlich noch umso mehr die Sehnsucht zu stärken, ja, auf das, was einmal kommt. Wir haben die Fastenzeit und österliche Bußzeit nur noch im Blick auf das Osterfest. Wir haben die weihnachtliche Vorbereitungszeit in Advent und viel stärker von dem Charakter geprägt, dass ich im Gebet ausschaue auf den, der kommt. Und wir haben gerade im Gottesdienst dann dieses Element dann sehr deutlich ausgeführt. Das hat sich erhalten und das ist dann viel stärker als in der Fastenzeit von der Freude auf den kommenden Herrn, auf den kommenden
Christus, auf Jesus Christus erfüllt. Und diese Freude ist natürlich dann auch immer schwerer zu verbinden mit dem Gedanken des Fastens. Deswegen ist die Adventszeit stärker die Zeit der Freude, der freudigen Erwartung, und die Fastenzeit als Bußzeit dann die etwas ernste Zeit. In der Tat aber, also in der Praxis, ist es ja eine Zeit, wo schon sehr viel genascht wird. Da wird Weihnachtsgebäck schon gebacken. Früher, ich kann mich erinnern, auch in meiner Jugend, hat man seine Gutzle gebacken und hat die in eine Kiste, hat die weggestellt, und da durfte vor Weihnachten keiner dran. Die Kinder haben dann heimlich mal geguckt, dass sie da vielleicht irgendwas stibitzen. Aber heute ist das ja nicht mehr üblich. Also ich kenne Familien, wo es nach wie vor so ist. Und ich kenne auch Menschen unmittelbar, die sagen, selbst wenn mir es angeboten wird, vor Weihnachten nehme ich diese Weihnachtsgutzel nicht, sondern ich will bewusst da mich enthalten, und damit die Freude umso größer ist. Heute ist es eher so, dass man schon ein bisschen die Vorfreude genießen will, indem man auch diese Dinge genießt, indem man auch den Lebkuchen schon genießt oder die Weihnachtsgutzel. Es ist immer eine Frage auch wieder der inneren Einstellung, wie ich den Weg gehe. Aber es hat einen tiefen Sinn, für eine bestimmte Zeit auf Dinge zu verzichten, weil wir dann den Wert umso höher einschätzen und umso mehr auch die Freude haben, wenn das Fest kommt. Mhm. Advent ist eigentlich eine ruhige Zeit, eine Zeit des Wartens, haben Sie gesagt. Aber wenn man sich so umsieht, bei den Firmen zum Beispiel, in der Adventszeit jagt eine Weihnachtsfeier die andere. Wenn Sie abends in ein Lokal gehen und da einen Tisch suchen, finden Sie keinen, weil die alle mit ihren Weihnachtsfeiern beschäftigt sind. Ist das eine Form von Adventspraxis, die Sie kritisieren? Man muss zunächst mal auf den Ausgangspunkt des Ganzen schauen. Die Firmen wollten etwas von dem auch ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern vermitteln, was Weihnachten bedeutet. Und Weihnachten bedeutet, dass wir dankbar uns freuen über das Geschenk, nämlich über Jesus Christus zu uns gekommen ist, und dass wir dann auch die anderen Menschen beschenken wollen, sie an dieser Freude teilhaben lassen. Und das ist der ursprüngliche Sinn, dass man in der Adventszeit in den Firmen das auch mit zur Sprache bringt, auch diese Gedanken feiert, weil das eigentliche Weihnachtsfest ein Familienfest ist, das man nicht im Betrieb feiert. Die Gefahr ist natürlich, dass durch eine große und übergroße Zahl von Weihnachtsfeiern in der Adventszeit dann tatsächlich der eigentliche Charakter der Adventszeit so sehr zurücktritt, dass es schon gut ist, immer wieder zu überlegen, was passt wirklich in den Advent und wo muss man manches, was jetzt überbordet, dann auch wieder zurückführen. Aber vom Grundgedanken her halte ich es für sehr sinnvoll, dass Firmen auch an solch ein Fest erinnern mit ihrer Belegschaft und ein Stück Vorfreude haben, so deutlich machen, wir beschenken uns gegenseitig. Finden Sie es gut, wenn man sagen würde, Adventsfeier statt Weihnachtsfeier? Ja, eindeutig. Wenn wir von unserer Kirche etwas machen, dann sprechen wir auch von Adventsfeier. Etwa, ich werde meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ordinariat auch einladen zu einem adventlichen Gottesdienst mit einem adventlichen Frühstück. Und wir nennen das natürlich das gemeinsame Advent, wenn wir feiern, und eine Einladung. Aber Weihnachten ist der stärkere Begriff. Insofern hat Weihnachtsfeier leider in der Adventszeit den Begriff Adventsfeier verdrängt. Man hat ein bisschen den Eindruck, den Leuten dauert Weihnachten zu kurz. Und deswegen verlängern sie es irgendwie nach vorne und versuchen ja noch ein bisschen mehr Erlebnis aus diesem ganzen Event herauszuholen. Das kann man aber tolerieren, meinen Sie? Ein großes Fest hat natürlich seine Auswirkungen im Vorfeld und danach. Dadurch, dass die Fastenzeit die ernsthafte Bußzeit ist, ist es dort stiller geblieben. Aber weil die Adventszeit viel stärker von der Erwartung erfüllt ist, ist für viele, wenn sie manchmal nur 3 Wochen geht, das zu kurz. Es darf durchaus etwas länger sein, aber wir sollen auf keinen Fall vor dem Advent schon mit allem beginnen. Und darum muss man jedes Mal ein bisschen mit den Städten kämpfen, dass nicht allzu früh der Weihnachtsschmuck dann kommt und es dann zu alltäglich wird. Mhm. Weihnachtsbäume sieht man ja auch schon überall im Advent. Das ist ja auch eine Sache, die sich eigentlich erst in den letzten Jahren so eingebürgert hat. Ja, man schätzt natürlich die Bäume, die man aufstellt, die Christbäume, Weihnachtsbäume, und will sie dann immer länger dabei haben. Aber, muss man ehrlich zugeben, ein Stück weit ist es auch das Interesse der Geschäfte, möglichst bald durch den Schmuck anzudeuten, dass man die Käufer einladen will zu kommen. Und es ist halt so, dass leider Gottes zu viele auch sich diesem Trend beugen, oder dann noch mehr, dass man allzu früh schon anfängt, Nikoläuse oder all das zu verkaufen. Das sollen die Firmen immer wieder überlegen, was der Sache selber dient. Denn wenn die Freude auch ein bisschen konzentrierter ist auf diese Zeit, wird sie umso größer sein. Also ein Stück des Fastengedankens sollte man vielleicht doch auch in der Adventszeit noch
herüberretten. Weil der Vorbereitungsgedanke eben auch dann bedeutet, dass ich nicht schon alles habe, was mir geschenkt wird, sondern mich innerlich frei mache durch das Fasten, um damit mich umso reicher beschenken zu lassen. Am ersten Adventssonntag beginnt ja in der Kirche ein neues Jahr, das Kirchenjahr, das wissen viele Leute gar nicht. Warum braucht die Kirche ein anderes Jahr, als es so das Übliche ist? Es ist ja alte Praxis, dass im Jahreskreis die Kirche ihre Hochfeste feiert. Eben beginnend mit dem Hochfest Weihnachten, der Geburt Jesu Christi und damit die Vorbereitung Advent. Wir haben das Hochfest Ostern, wir haben das Hochfest Pfingsten und dann den Jahreskreis, der sich daran anschließt, sodass wir immer wieder neu dessen gedenken, was Gott uns geschenkt hat. Und das ist im Jahreskreis dann üblich. Die Frage, wann das neue Jahr beginnt, die war zu verschiedenen Zeiten recht verschieden. Die Römer etwa begannen das neue Jahr jeweils am 1. März, das war der erste Monat. Und es dauerte lange, bis sich dann herausgebildet hat, dass jetzt bei uns schließlich im julianischen, gregorianischen Kalender dann der Anfang des neuen Jahres am 1. Januar war. Ja. Und da nun das bürgerliche Jahr eben andere Gesichtspunkte folgt und die kirchlichen Feste sich eben eingebürgert hatten, weil Weihnachten sehr stark verbunden war mit der Wintersonnenwende, mit dem Fest des Gottes, des Sol Invictus bei den Römern, ist das Fest natürlich stärker geblieben im Bewusstsein der Leute als das bürgerliche Jahr. Und es schadet ja auch nichts, wenn nicht unbedingt das bürgerliche Jahr mit dem Kirchenjahr identisch ist. Und die Kirche hat ja jetzt auch die neuen Medien entdeckt. Zu Beginn der Adventszeit gab es eine Aktion und gibt es natürlich bis jetzt noch, per SMS sich eine Adventsbotschaft zu holen. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Ach, das war bei uns Überlegung in der Pressestelle, zusammen auch mit anderen, dass wir sagen, warum soll man nicht den Menschen anbieten? Sie können sich in der Adventszeit über die neuen Medien auch ein wenig stärker vorbereiten auf das, was Advent ist. Und ich bin froh, dass sehr gut davon Gebrauch gemacht wird. In Ihrem Büchlein zum Advent machen Sie klar, dass es eigentlich zwei Advente gibt. Also erstmal diese Vorbereitung auf die Geburt Christi, aber dann aus theologischer Sicht auch auf die Vorbereitung der Wiederkunft Christi am Ende der Zeiten. Das klingt zum Teil ziemlich bedrohlich. Sie zitieren das Matthäusevangelium, da ist von Hungersnöten, Erdbeben, Umbrüchen und Ängsten die Rede. Wie kann man das ins Heute transportieren, was damit gemeint ist? Ja, der Advent lädt uns einerseits ein, nochmal das nachzuempfinden, was Menschen Jahrtausende lang erlebt haben, als sie auf den Retter warteten, und zugleich dann eben auch auszuschauen auf die große Verheißung, die uns Christus gegeben ist. Und er hat nun verheißen, dass er wiederkommen wird, und er macht darauf aufmerksam, dass eben in der Bedrängnis dieser Zeit, die wir erleben, dann eigentlich die große Verheißung ist, Jesus Christus wird all das überwinden. Was nun wir da in dieser Welt erfahren, dahinter steckt auch die Erfahrung, dass es die Christen in dieser Welt zum Teil auch in der Verfolgung gelebt haben, zum Teil spürten, dass es viele feindliche Kräfte auch in dieser Welt gibt, aber da sollte der Blick geweitet werden auf ihn, der kommt, der große Erlöser ist und der einmal alles vollenden wird. Und es ist gut, dass wir Christen jedes Jahr daran erinnert werden, sonst wären wir vielleicht auch in Gefahr, zu sehr verbürgerlichen und das Fest nur als bürgerliches Fest zu feiern. So ist die Aussicht auf Jesus Christus, der kommt, der dann einerseits Rechenschaft von uns verlangt, andererseits aber auch seine Verheißung vollenden wird. Und darauf dürfen wir uns freuen.